So sieht es von oben aus. Relativ klein und vor Ort braucht man überhaupt kein Auto. Es sei denn, man bewegt sich natürlich zu den Orten, die ich gerade schon erwähnte, aber in Santa Monica selber erreicht man alles ganz bequem zu Fuß oder per Fahrrad. Und wenn man einen Ort sucht, der, wie die Amerikaner sagen, the ultimate Southern California experience ist, dann findet man diesen definitiv in Santa Monica. Und es gibt auch gar nicht so viele Hotels, ganze 38 an der Zahl, von ganz kleinen Unterkünften mit nur 4 Zimmern bis hoch zu Hotels natürlich mit 350 Zimmern. Eins sollte man wissen, es ist natürlich überhaupt nicht billig, alles andere als billig, es ist eher teuer dort zu wohnen, aber vielleicht für ein, zwei Nächte als guten Ausgangspunkt direkt am Pazifik gelegen, ist das auf jeden Fall eine gute Wahl. Und die Möglichkeiten vor Ort sind natürlich, wie fast überall in Kalifornien, relativ unbegrenzt. Noch was Nützliches.